Eine neue Folge. Zack. Täglich grüßt der Hundetrainer aus der Huta. Hi Balu. Du kannst ja noch laufen. Ich dachte, du bist zu müde zum Laufen. Komm, was ist los? Eine neue Folge. Täglich grüßt der Hundetrainer aus der Huta. Es ist Frühlingserwachen. Es scheint die Sonne. Es ist früher Abend. Herrlich. Ihr seht, ich bin total überbelichtet. Naja, egal. Warte. Nee, ist nie egal. Ist doof, ne? Sekunde. So, jetzt habe ich euch an der Stelle, an der ihr mich auch sehen könnt. Wir wollen uns heute mit einer Frage beschäftigen, die um hundische Körpersprache geht. Und zwar, hi Jack, vielmehr um die Frage, welche Teile der hündischen Körpersprache wir Menschen oder der Mensch generell häufig fehlinterpretiert. Da gibt es natürlich eine ganze Latte von Teilen. Ich habe mal die Top 5 meiner Erfahrung nach rausgesucht. Komm mal her jetzt. Wenn du mich schon ableckst, musst du auch ins Bild. Da, wer Hundetrainer ableckt, muss ins Bild. Dann kannst du weiter ablegen. So, an fünfter... Oh, ist das ekelhaft. Oh, ich glaube, so kann ich nicht reden. Kann ich mich nicht konzentrieren. Knutschkopf. Hast du fertig geleckert? Gut. So, an fünfter Stelle ist der Spielknicks. Der Spielknicks als Spielaufforderung wird ganz, ganz, ganz häufig nicht unbedingt falsch verstanden, aber übersehen. Aber auch zusätzlich noch falsch verstanden von dem einen oder anderen. Bei dem Spielknicks geht der Hund typischerweise in die Vorderkörpertiefstellung. Also vorne runter, hinten bleibt oben. Meistens folgt danach ein Rennen oder irgendwas halt das Spiel initiiert. Ich habe letztens erst das Körpersprache-Video eines Kollegen gesehen und ganz am Ende wurde dann, ja, die Hündin hat angeblich den anderen Hund attackiert. Aber selbst bei normaler Geschwindigkeit habe ich sofort gesehen, dass das ein Spielknicks war. Und auf Zeitlupe sieht man es ganz deutlich. Also, der Spielknicks an sich ist meiner Erfahrung nach etwas, das nicht unbedingt immer falsch interpretiert wird. Das ist manchmal auch echt schwer zu erkennen, aber es wird ganz häufig übersehen. Spielverhalten als Merksatz für euch, egal was, alles im Spielverhalten ist einfach übertriebener als im normalen Verhalten. Also ein Hund, der einen anderen attackiert, der würde nicht ha machen, dann wäre das ein Spielverhalten. Sondern ein Hund, der jemanden attackiert, würde das machen. Und zwar ohne dieses übertriebene Vorher. Auf Position Nummer 4 haben wir den Blick des Hundes. Ganz häufig wird gesagt, ah, der starrt, der fixiert. Ist auch manchmal wirklich schwierig, Starren von Fixieren zu trennen. Oder ob der einfach nur daher schaut und einen anderen anschaut. Es ist vor allem sehr, sehr unterschiedlich, was die Rasse und die Charaktere angeht. Ihr werdet ganz selten zum Beispiel eine französische Bulldogge sehen, die nicht irgendwie so ein bisschen so guckt. Das ist halt einfach Teil der Rasse. Die können nicht so gelangweilt. Das ist schwierig. Also können die auch, aber ja, die gucken halt immer ein bisschen starrer, immer ein bisschen steifer, immer ein bisschen fixierender. Und das wird sehr häufig von vor allem von Hundehaltern dann missverstanden oder fehlinterpretiert, die sich eben mit dieser Rasse oder mit den Rassen nicht auskennen. Jeder guckt anders. Der Border Collie hat immer diesen schleichenden Gang, ja, und das ist halt einfach die typische Border Collie-Geschichte. Wen haben wir hier? Der Balu zum Beispiel. Komm mal her. Balu. Balu. Balu ist ein Hovawart-Mix. Hovawart, Schäfer und irgendwas. Ne? Mit ganz viel großem Fell. Da sieht man dann zum Beispiel relativ wenig, was den Blick angeht. Ne? Also man sieht es schon, aber es ist anders als beim Border Collie, anders als bei einer Bulldogge, als bei einem runden Kopf, langer Kopf. Große Unterschiede. Der Blick wird sehr, sehr häufig falsch interpretiert, weil die Leute dann schon in einen konzentrierten Blick des Hundes schon ein Starren oder Fixieren hineininterpretieren. Fixieren und Starren ist auch schon ein Unterschied, aber fixieren ist wirklich, dann geht der ganze Körper in Anspannung. Wenn ein Hund einfach nur irgendwo sitzt und dann ist das einfach nur Konzentration. Muss nicht unbedingt fixieren oder starren sein. Jetzt sind wir schon auf dem Treppchen und zwar bei Position 3. Auf der dritten Position rangiert für mich das Knurren. Da unten wird gerade geknurrt, weil die miteinander spielen. Und genau in diesen Situationen wird das ganz, ganz häufig auch fehlinterpretiert. Vor allem gibt es nicht nur Knurren, sondern es gibt auch so eine Art Brummen. Wollen wir das erstmal unterscheiden. Brummen ist eher so aus dem Bauch heraus. Das ist eher so ein Zeichen von Unwohlsein. So. Während Knurren kehlig ist. Das kommt aus dem Hals. Das ist viel mehr hier. Das ist ein Zeichen von, boah, gleich knallt's. Aber, ihr seht die da im Hintergrund gerade spielen und toben. Jetzt sind sie, nee, da sind sie irgendwo. Ja. Im Spiel kommt das ganz, ganz häufig vor und ist völlig normal, dass im Spiel auch das gezeigt wird, dass geknurrt wird. Das ist wie Kinder, die auf der Straße, weiß ich nicht, beim Karate spielen, haja, brüllen oder was auch immer. Ja? Oder Autos gegeneinander hauen mit einem lauten Puff. Oh Gott, muss man immer auf meine Beine aufpassen. Jack,
Komm, hör mal auf, bitte. Also, Knurren wird oft fehlinterpretiert. Knurren heißt nicht gleich aggressiv. Das haben ganz, ganz viele noch immer im Kopf, leider Gottes. Es lässt glücklicherweise nach, weil die Aufklärung da steigt. Knurren im Spielen ist in Ordnung. Es sollte halt nur nicht eskalieren und dann in die falsche Richtung gehen. Dann muss man halt schauen, wie es sich entwickelt hat. Also, Knurren, Platz 3. Kommen wir jetzt zu den beiden top-platzierten Sachen, die vom Menschen ganz oft falsch eingeschätzt werden. Und auf Rang 2 ist hier das Schwanzwedeln. Ich habe eigentlich gedacht, dass das mittlerweile klar ist. Aber wie oft ich noch höre, ja, der wedelt mit dem Schwanz, der ist freundlich. Schwanzwedeln ist ein Zeichen von Anspannung. Das hat auch nichts damit zu tun, dass sie immer den Geruch von sich verbreiten wollen. Der Labi, der wedelt den ganzen Tag mit dem Schwanz. So viel Geruch kann der gar nicht verbreiten. Also Schwanzwedeln ist nicht gleich freundlich. Und Schwanzwedeln ist nicht gleich prollig. Und Schwanzwedeln, also es gibt vor allem ganz viele verschiedene Arten von Schwanzwedeln. Wenn euer Hund die Rute so trägt und nur mit der ganz über dem Körper und nur mit der Schwanzspitze so ein bisschen, dann ist das schon eher eine prollige Geschichte. Wenn der wie ein Labi mit dem ganzen Arsch so Schwanz wedelt, dann hat das nichts mit prollig zu tun. Da kommt gerade der Balu und wedelt den Schwanz. Das ist halt einfach eine sehr lockere Geschichte. Ihr könnt euch merken, wenn der Körper sich bewegt und der Schwanz so ein bisschen hin und her wedelt, dann ist das einfach nur eine lockere Geschichte. Es hat keine Anspannung drin. Wenn der Körper aber ein bisschen angespannter ist und sich nicht bewegt und die Rute bewegt sich und ist sehr, sehr steif, dann ist da eher Anspannung drin. Schwanzwedeln ist ein Zeichen von Anspannung, nicht von Freundlichkeit. Das kann immer noch sehr freundlich enden. Aber wenn ihr mal so auf Demos guckt oder auf bei Fußballspielen, wenn da irgendwelche Ordnungskräfte mit einem Schäferhund, Rottweiler oder was auch immer im Stadion stehen, die wedeln auch mit dem Schwanz. Aber die sind nicht unbedingt freundlich, wenn der Fußballspieler da angeflogen kommt. Ne? Also das ist einfach nur, ich bin so auf 180. Also Schwanzwedeln nicht immer freundlich. Und jetzt das Top-Thema, das falsch verstanden wird. Haare aufstellen. Mein Gott, wie oft ich das höre, der stellt die Haare auf. Der ist doch aggressiv. Komm mal her, Tamu, du bist ein gutes Beispiel. So, die Tamu. Guck mal, süße Tamu. Guck mal in die Kamera. So, knutschen. Och, Ohren doof. Tamu hat jetzt die Ohren auf, ich bin beleidigt, ich will nicht auf den Arm. Ja? Ohren werden auch falsch verstanden oft. Habe ich jetzt nicht in die Top 5 mit reingenommen. Ja? Weil es da einfach so viele verschiedene Sachen gibt. Aber Haare aufstellen. Wird ganz oft mit Aggressivität, Offensivität, prolligem Verhalten, bewusster Reaktion gleichgesetzt. Und das ist nicht richtig. Erstens, das ist keine bewusste Reaktion. Ist es nicht. Die können das nicht. Die können nicht sagen, oh, da kommt einer, da will ich groß sein. Das geht nicht. Haare aufstellen ist wie bei uns Gänsehaut. Ich kann keine Gänsehaut produzieren. Muskulär ist das nicht möglich. Das sind winzigste Muskeln. Man spricht von der Piloerektion, also winzig kleine Muskeln, die die Haare unter der Haut aufstellen. Ist ja auch egal, geht jetzt viel zu weit. Aber das ist nicht bewusst steuerbar. Das ist zum Beispiel, wenn wir Gänsehaut produzieren wollen, wir können an unseren Hochzeitstag denken, an ein schönes Lied, schönen Film, schöne Erinnerung, an einen traurigen Tag, irgendetwas, das ein intensives Gefühl bei uns hervorruft. Und dann kriegen wir Gänsehaut. Das ist es auch beim Hund. Und vor allem, das ist kein Zeichen von Aggressivität. Das ist auch nicht diese Pseudogeschichte, die machen sich damit größer und gefährlicher. Ja, das ist ein Effekt davon, aber das ist nicht, dass sie das bewusst machen. Allein die Formulierung, der stellt die Haare auf, ist also vollkommen falsch. Man müsste eher sagen, die Haare stellen sich auf. Das ist halt passiv, nicht aktiv. Und die Aussage hinter aufgestellten Haaren ist einfach nur Erregung. Das heißt nicht, dass sie negativ ist, denn die spielen gerade miteinander, auch wenn das da laut wird und geknurrt wird und feste ist und so. Kann also auch sein, dass jetzt hier beim Cap sich die Haare aufstellen im Spiel, aber das ist einfach nur Erregung. Es gibt ganz viele Hunde, die auch in Erwartung von positiven Dingen einfach so erregt sind, dass sich die Haare aufstellen. Aber fairerweise muss man sagen, ich würde sagen, das ist so 3-1. In den meisten Fällen, wenn sich die Haare aufstellen, ist es zumindest mal eine eher angespannte Situation und keine fröhlich erregte Situation. Aber ganz viele Labbis, die einen begrüßen, die kommen dir schwanzwedelnd entgegen. So hatten wir ja eben. So. Haben da noch irgendwas getragen. Und dann steht die nur noch. So kommen die. Das heißt halt nicht, dass sie böse sind. Ja? Das ist also das Thema, das ich am. Da habe ich, weiß ich nicht, wie oft schon drüber referiert. Ich habe sogar mal ein Video dazu gemacht zum Haare aufstellen und habe das da ein bisschen genauer erläutert. Ja? Wobei, die Quintessenz habt ihr jetzt. Das waren die Top 5 Dinge, die ich meiner Erfahrung nach feststelle, die noch falsch verstanden werden oder die häufig falsch verstanden werden von Menschen, was die hündische Kommunikation angeht. Es gibt noch tausend andere Sachen von Ohrenstellung. Ne? Also wenn wir darauf eingehen würden, das ist ja, das dauert zu lange. Das soll es für heute aber gewesen sein. Ich gucke jetzt mal, dass die zwei irgendwann aufhören miteinander zu spielen, weil die müssen auch noch irgendwann nach Hause. Und dann
war's das für heute. Tschüss.